Ein Verkehrsunfall mit 7 Verletzten sorgte am Dienstagabend für einen Großeinsatz zahlreicher Rettungskräfte auf der B480 bei Bad Berleburg-Schüller. Insgesamt 3 Fahrzeuge kollidierten. 5 Erwachsene und 2 Kinder wurden dabei nach Angaben der Polizeibehörde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Gegen 20.15 Uhr waren 2 männliche Insassen eines PKWs auf der B480 in Fahrtrichtung Winterberg unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet ihr Wagen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Fahrzeug eines 46-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde ein 3. PKW in das Unfallgeschehen einbezogen. Der mit einer Familie, 2 Erwachsene und 2 Kinder besetzte Kraftwagen landete im Straßengraben. Alle Fahrzeuge wurden total beschädigt. Die Feuerwehr musste derweil einige Personen aus einem der verunglückten PKWs befreien. Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser in Bad Berleburg, Winterberg und Siegen gebracht. Die B480 wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt.